Deutschland muss ganz klar bekunden: Niemand kommt hier rein. Alle werden abgeschoben. Das ist der AfD-Politiker Norbert Kleinwächter. Im März hat er auf seinem Instagram-Account dieses Bild gepostet. Darunter steht fett: Nein zu noch mehr Flüchtlingen. Aber gehen wir mal näher ran. Oh, das ist ja gar kein echtes Foto, sondern KI-generiert. Diese Flüchtlinge gibt es nicht. Dann wäre da noch dieser Post aus dem Mai. Das ist ebenfalls kein echtes Foto. Hier wurde nicht mit einer Kamera festgehalten, wie Massen vermummter Gestalten über einen Grenzzaun klettern. Auch dieses Bild ist KI-generiert. Schon heute nutzen und missbrauchen Politiker und Parteien KI für ihre Zwecke. Die Hemmschwellen sinken. Autokraten präsentieren Deepfakes ihrer politischen Feinde vor Millionen von Menschen. Armeen von Bots, die kaum noch als solche zu erkennen sind, verbreiten Hass und Hetze und begraben unliebsame Inhalte. Dies ist der Aufstieg der KI-Propaganda. In diesem Video geht es vor allem darum, wie KI-Tools missbraucht werden können. Die gleichen Tools bringen aber auch ganz neue Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man enorme Kosten bei Produktfotografie sparen, wenn man einen eigenen Online-Shop hat. Das bringt uns zum Sponsor dieses Videos: Shopify. Shopify ist super nützlich, wenn du ein eigenes Unternehmen gründen und Produkte verkaufen willst. Wir nutzen die Plattform selber seit einigen Jahren mit Culture Culture. Das ist unsere kleine Klamottenmarke, die einige von euch vielleicht schon kennen. 2018 haben wir mit einem On-Demand-Shop angefangen, über den wir verschiedene T-Shirt- und Sweater-Designs verkauft haben. Über die Jahre ist das immer professioneller und anspruchsvoller geworden. Mit Shopify haben wir uns ohne viel Vorwissen einen professionellen Online-Shop gebaut. Mit dem Website-Editor kann man den eigenen Shop ganz easy designen und immer wieder anpassen, um die eigenen Kreationen gut in Szene zu setzen. Im Dashboard kriegt man umfangreiche Insights zum Inventar oder der Kundschaft. Wenn du also eine coole Geschäftsidee hast oder bereits in Business bist, kannst du Shopify unter shopify.de/simply kostenlos testen. Twitter ist gerade für Journalisten wichtig, wenn Ereignisse sich irgendwo überschlagen. Tweets zu einem bestimmten Hashtag können einen schnellen Einblick in die jeweilige Lage geben. Im November letzten Jahres gab es große Proteste in China gegen Corona-Lockdowns. Doch wenn man auf Chinesisch nach Tweets zu den Protesten gesucht hat, waren die relevanten Hashtags mit Spam geflutet. Die chinesische Regierung wollte mutmaßlich verhindern, dass sich internationale Medien ein Bild der Lage machen können. Diese Strategie an sich ist nicht neu. Bereits 2019 wurden Bots genutzt, um den Diskurs zu den Protesten in Hongkong zu manipulieren. Die Accounts haben bestimmte Narrative gepusht und die Polizei in Schutz genommen. Und wohl am bekanntesten: 2016 haben mindestens 50.000 russische Bots die Debatte zur US-Wahl auf Twitter manipuliert und Donald Trump gepusht. Die Plattform hat seit Jahren ein gefährliches Bot-Problem. Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk wollte dieses Problem bekämpfen, aber hat bisher ziemlich versagt. Nun befeuern KIs wie ChatGPT eine neue Art dieser Bots. Besser getarnt, besser artikuliert und kaum noch als Fake erkennbar. Momentan outen sie sich oft nur durch Chatbot-Fehlermeldungen. Und auch diese neuen, besseren Bots versuchen in der Regel, bestimmte politische Themen zu pushen. Sie verbreiten Hassrede, nationalistische oder religiöse Ideologien. Ein einzelnes KI-Bot-Netzwerk kann ohne Probleme 60.000 Accounts umfassen. Stell dir vor, 60.000 sauber deutsch schreibende Accounts diskreditieren einen Politiker. Sie tweeten, antworten, führen Diskussionen mit Usern. Durch KI kann der Diskurs online einfacher denn je beeinflusst werden. Und das ist erst der Anfang. Zu gefälschten Meinungen kommen gefälschte Inhalte. Hey, do you guys think any of us will ever make it on Mount Rushmore? Terrible question as always, Joe, you special little astronaut. In diesem Video spielen die US-Präsidenten Call of Duty und roasten sich gegenseitig. Oh shit, y'all, Jay Riznes means business today. On God, yo, let him cook. Das ist ziemlich witzig. Aber da nagt auch dieser andere Aspekt im Hinterkopf. Dieses ungute Gefühl. Boah, Trumps Stimme klingt schon echt realistisch. Donald als frecher Dude mit krassen Punchlines ist vielleicht amüsant, aber wie witzig ist eine angebliche Aufzeichnung eines Telefonats, in dem er Steuerhinterziehung gesteht? Of course I didn't pay my taxes. Which billionaire actually pays their taxes? Taxes. I hate taxes, like the folks down in Texas. Ein Telefonat, dem man vielleicht zu gern glauben will. Diese Audiodatei haben wir kurz selber in 2 Minuten erstellt und leicht bearbeitet.
Die Macht vieler KI-Tools liegt nicht zuletzt darin, wie einfach sie zu nutzen sind. Harry Potter bei Balenciaga ist brillant. You are Balenciaga, Harry. What is the difference, Potter, between H&M and Balenciaga? YouTube ist voll mit diesem Trend. Wes Anderson coming to theaters this summer. Das Tutorial, um solche Videos zu erstellen, ist keine 5 Minuten lang. Mit sehr ähnlichen, einfachen Mitteln entstand wohl dieser Deepfake von Biden, indem er in schlimmster Manier über Transfrauen herzieht. Behind your back, people mock you. Your parents are disgusted and ashamed of you. Your friends laugh at your ghoulish appearance behind closed doors. Oder dieser etwas bessere Deepfake von Zelensky, in dem er zur Kapitulation aufruft. Я збираюся робити те саме. Und hier unser eigener Deepfake von Olaf Scholz. Besonders schwer war das nicht. Abonniert Simplicissimus heute noch, aktiviert die Glocke, tut es unbedingt. KI wird schon heute sogar von Politikern und Parteien direkt als Waffe genutzt. In den USA haben die Republikaner im April einen KI-Wahlwerbespot veröffentlicht. Das Video zeigt, wie Biden in einer weiteren Amtszeit angeblich an den Krisen des Landes scheitern würde. This morning, an emboldened China invades Taiwan. Financial markets are in free fall as 500 regional banks have shuttered their doors. Das bringt uns auch zurück zu Norbert Kleinwächter. Was wir anfangs nicht erwähnt haben, Kleinwächter ist nicht irgendein Lokalpolitiker. Er ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD. Die Sendung Inside Politics hat Kleinwächter zu diesem KI-Bild konfrontiert. Ich habe diesen Sachverhalt mit künstlicher Intelligenz in der Tat illustriert. Und illustrieren bedeutet immer sozusagen etwas besonders hervorheben, also nicht fotorealistisch darstellen, sondern in gewisser Weise auch überbetonen. Und wenn ich über illegale Grenzübertritte rede, wenn ich über hochkriminelle Geschäfte rede, dann rede ich in der Tat über Aggression und dann rede ich auch in der Tat über eine gefährliche Situation für Deutschland. Auf dem Bild steht nun aber gar nichts zu illegalen Schleuserbanden oder Ähnlichem. Diese wütenden jungen Männer hat es nie gegeben. Wer aber nur schnell im Insta-Feed auf dem Handy über diesen Post guckt, sieht nicht unbedingt, dass das eine generierte Illustration ist. Juristen, die sich das Bild angeschaut haben, haben mir gesagt, da könnte man durchaus prüfen, ob der Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt ist. Kleinwächter rechtfertigt seine KI-Nutzung außerdem damit, er wolle keine Bild- und Persönlichkeitsrechte verletzen und Steuergelder einsparen. Als gäbe es im Internet keine frei nutzbaren Bilder oder als könne man sich als AfD-Fraktion keinen Account bei der dpa leisten. Aber hey, Karl Lauterbach so darzustellen, ist wahrscheinlich einfach wirksamer in der eigenen Zielgruppe. Und wie sieht eine gute Deutsche aus? Und eine gute deutsche Familie? Besonders bei dem Post aus dem Mai ist aus unserer Sicht schlicht nicht deutlich, dass es sich um ein KI-Bild handelt. Nur der Hinweis ganz unten in der Caption macht das klar. Die bedrückendste Fallstudie zu KI-Propaganda ist mit Sicherheit die jüngst stattgefundene Präsidentschaftswahl in der Türkei. Der Autokrat Recep Tayyip Erdogan stand zur erneuten Wiederwahl an, gegen 3 Konkurrenten. Zunächst wurden tausende inaktive russische Twitter-Accounts als türkische Accounts neu aufgemacht. Vor der Wahl war 1 von 5 trendenden Hashtags im türkischen Twitter-Raum fake. Dahinter steckten Bots, die im großen Stil Lügen über Kandidaten verbreitet haben. Einer der 3 Herausforderer Erdogans hat seine Kandidatur knapp vor der Wahl überraschend zurückgezogen. Zuvor wurde online eine brutale Rufmordkampagne gegen ihn gefahren, inklusive zahlreicher sehr gut gefälschter Sexbilder. Und dann gab es da noch einen weiteren Moment. Am 7. Mai, wenige Tage vor der Wahl, hält Erdogan eine gigantische Wahlkampfveranstaltung in Istanbul ab. 10.000 Busse haben Menschen aus 39 Provinzen zu dem Event gefahren. Es sollen deutlich mehr als 1 Million Menschen vor Ort sein. Während der Veranstaltung präsentiert Erdogan der gewaltigen Masse an Menschen dieses Video. Er zeigt einen Wahlkampfspot seines größten Konkurrenten Kemal Kılıçdaroğlu. Plötzlich erscheint Murat Karayiğan, einer der Gründer der Arbeiterpartei Kurdistans. Die Organisation wird von der Türkei, der EU und den USA als Terrorvereinigung eingestuft. Karayiğan scheint Kılıçdaroğlu zu unterstützen und klatscht bei seinem Wahlkampfsong mit. Erdogan wendet sich daraufhin an die Menge und fragt: Würden meine Landsleute für diese Menschen stimmen? Seht euch das an. Es ist wirklich wichtig.
Das Video ist allerdings eine Fälschung. Sie ist sogar recht simpel. Alte Footage von Karajin wurde einfach in den originalen Spot hineineditiert. Die Stimmen wurden verzerrt und bearbeitet. Vielleicht sogar eher ein Cheapfake als ein Deepfake. Erdogans Auftritt zeigt dennoch eindrucksvoll, wie bereitwillig machthungrige Despoten zu Fälschungen und Lügen greifen. Und KIs machen diese Fälschungen und Lügen nur verfügbarer und glaubwürdiger. Wir sind all dem nicht hoffnungslos ausgeliefert. Erstmal brauchen wir eine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Medien, damit jeder erkennt, dass sie nicht real sind. Wir brauchen außerdem Programme, die den Einsatz von KI in Medien nachweisen können. Es gibt bereits erste Tools für derartige Checks. Google, Meta und Microsoft arbeiten an Methoden, um Deepfakes zuverlässig zu erkennen. Allgemein brauchen wir dringend internationale Standards und Richtlinien für den Einsatz von KI. Europa ist bereits damit beschäftigt. Der AI Act soll dafür sorgen, dass in der EU verwendete KI-Systeme sicher sind und die Grundrechte europäischer Bürger wahren. Bots erkennt man zum Glück nicht primär daran, was sie schreiben, sondern an zahlreichen anderen technischen Hinweisen. Twitter braucht schlicht bessere Technologie. In Deutschland müssen wir Medienkompetenzen mehr denn je stärken. Auf dass dein Onkel dir bei der nächsten Bundestagswahl hoffentlich nicht andauernd Olaf Scholz Deepfakes bei WhatsApp schickt, die er bei Facebook in der Gruppe Deutschland die Wahrheit wach auf gefunden hat. Cheers. Hey, hoffentlich hat euch dieses Video gefallen. Teil 1 unserer Reihe zu KI findet ihr auf der Endcard. Außerdem ein Video von unserem anderen Kanal TwoBotGuys. Ansonsten bis zum nächsten Mal.